Chris de Burg hat schon so manchen Ort auf der Welt gesehen. In Deutschland kennt er sich aber besonders gut aus. Oh ja, ich habe mehr von Deutschland gesehen als die meisten Deutschen. Kein Wunder, denn der sympathische Sänger feiert 2015 sein 40. Bühnenjubiläum. Da kommen auch einige Auftritte in Deutschland zusammen. Die deutschen Fans lieben den 66-Jährigen und der Sänger scheint sich hier pudelwohl zu fühlen. Da gibt es Städte, die ich liebe, wie Berlin, Hamburg, München oder Köln, aber auch die kleineren Städte, in die wir fahren. Kleine Dörfer, wo du plötzlich ein fantastisches Restaurant findest, wie vor kurzem in Freiburg. Zum Geburtstag vor ein paar Jahren hat Chris de Burg 10 seiner Freunde aus Irland auf eine Reise eingeladen. Die wussten aber vorher nicht, wo es hingeht und waren überrascht, wo sie landeten. Ich habe ein kleines Flugzeug gemietet und dann gingen wir an Bord und ich habe den Champagner geöffnet und gesagt, wir reisen nach Deutschland. Und sie dachten alle, wir fahren nach Spanien, Italien, Frankreich oder Portugal. Und ich sagte, nein, nach Deutschland. Und wir hatten eine großartige Zeit. Sie waren alle begeistert. Nun veröffentlicht der dreifache Vater sein 20. Studioalbum, The Hands of a Man. Und da gibt es dann sicher auch bald wieder genug Gelegenheit, durch Deutschland zu reisen. Ganz zur Freude der Fans. I'm losing it over you. There goes my heart again. And I'm losing it.